So, jetzt haben wir da irgendwo in so eine alte Basis. Genau da. Aber ich weiß nicht, ob wir noch ein Gadget kriegen. Aber ich würde jetzt erstmal die ganzen Gräber durchgehen. Vielleicht bleiben wir irgendwo dann stecken jetzt. Aber ich würde jetzt erstmal die ganzen Gräber durchgehen. Eins ist hier. Und eins war, ich glaube, ne, ganz am Anfang. Bei irgend so ein Ding, das auch DLC-Grab war oder sowas. Also gucken wir gleich nochmal. Erstmal das hier. Hier. Mach mal Licht an. Danke. Hätte sie jetzt wahrscheinlich sowieso gemacht, ne? Von alleine. Macht sie ja immer beim Übergaben in so ein Grab. Und daher. Ich gesagt, dass du das weglegen darfst. Dankeschön. Na gut. Sollte hier nicht irgendwo so ein Lagerfeuer sein? Hier. Tempel der Dienstmädchen. Ah. Schick, schick. Ha? Muss ich das irgendwo hinbringen? Moment. Da muss ich rüber, da muss ich rüber. Oh. Das hätte ich wahrscheinlich vorher drücken sollen, oder? Ja, und dann hätte er das rumgeschoben? Nee, hä? Ah, und jetzt geht es einmal im Kreis. Also, ja. Okay, warte mal. Ist ja ziemlich einfach eigentlich, ne? Ich muss ja mit dem Ding einfach nur mich hier rumbewegen. Und dann kann ich da an das Seil springen. Ah, die Gräber waren bis jetzt. Lass los. Die Gräber waren bis jetzt alle ziemlich easy, würde ich sagen. So, jetzt schnell. Zieh. Komm, 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 komm. Jawohl. Nee, hä? Einmal drumherum? Das ist Quatsch, oder? Hä? Oder? Muss ich von hier aus? Bleib! Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Ich dachte, es wäre super einfach, aber das ist ja ganz anders, als ich dachte. Ich kann ja erstmal den Zwischenschritt machen und dann eine Runde auch abwarten. Die kann ich gar nicht. Ich muss die Laterne wieder herkriegen. Ja, die Boje, keine Laterne. Zack, hier hin. So, und jetzt ziehen. Aber jetzt zieht er erst ja noch weiter. Muss ich dann dahin? Hat? Oh, ist das. Ja, gut, das geht. Okay. Ich muss an das Seil springen und dann nach oben, aber das macht hier gar keinen Sinn. Gut. Wer? Er sollte sowas Verrücktes machen. Na gut. Gib mir Shotgun. Irgendwie Teile oder so. Handfeuerwaffe. Auch gut. If I'm going to get to the ritual chamber in that monastery, we need to fix that boat. I don't know how I'm going to convince the others to take it inland rather than off this island, but I have to find a way. Reyes won't be easy. She wants to get back to her daughter, and she's in pain over Roth.
We will all. I still don't know exactly why Matthias wanted Sam in the first place, but it doesn't matter. She's back with us now. She's safe. Mhm. Ja, du hast keine Ahnung. Hat's nicht aufgepasst. Polierter Lauf. Schaden. Ja, ist jetzt ein Magnum, ne? So wie das früher war. 12 Kugeln. Ja, warum nicht? Ja, damit. Schaden erhöht danach. Jetzt können wir wieder irgendwas Tolles skillen. Pistolenexperte hat man gemacht, ne? Also auch mal ein Finisher. Gewehr. Prrrt. Ist einfach auch nur ins Gesicht schießen, oder? In so einer Mini-Cutscene. Ah, Gott. Egal, trotzdem. Wir lernen die alle und haben die dann alle einmal gesehen später. Es fehlen nur noch 2 Tagebücher. Schön. Ein Grab erledigt. Ich glaube, ich habe die Schnellreisefunktion auch noch gar nicht benutzt, ne? Wenn wir jetzt woanders hin wollen. Da. Zündet sie automatisch eine Fackel an? Jawohl. Ist auch viel zu dunkel ohne. So. Alle noch friedlich und so? Die pennen noch, er hält noch Wache. Gut. Schnellreise. So, jetzt müssen wir gucken. Wo war das mit dem Grab? Das ist ein. Das ist das erste Grab hier. Ja. Heruntergeladene Gräber. Ha, mal gucken. Das ist echt eine ganz bescheuerte Erfahrung. Irgendwie das erste Grab, was du findest, ist eins, was du nicht mal machen kannst. Aber du wirst da reingelassen. Während andere Gräber vorne schon irgendwie so ein Türschloss haben. Es ist irgendwie ungeiles Game Design. So, das war da. Gucken wir mal hier Wegpunkt. Können hier unterwegs noch 1-2 Tiere töten vielleicht. Mit der tollen Magnum. Wenn hier eins wäre. Habe ich noch nicht leer gefischt hier. Hm. Sollte nicht irgendwo so eine blaue Lichtsäule sein? Wird? Habe ich das nicht markiert? Irgendwo da war es. Okay. Gut. Dann mal rein da. Grab des Abenteurers. Ja, nur ein bisschen schneller kannst du ruhig gehen. Was war denn eigentlich unser Problem hier? Wo müssen wir hin? Erstmal hier hoch. Da hinten konnte ich irgendwas nicht aufmachen, ne? Ja. Muss ich irgendwas feuern? Ich kann ja Feuer auch anders machen, ne? Also hier hat irgendwas gebackt, da kam ich nicht weiter. Hier.
Lol. Hier kam ich das letzte Mal einfach nicht lang. Das war nur ein Bug. Im Ernst, ich bin da immer abgerutscht. Oh, das ist ja so dumm. Jetzt komme ich hier einfach so hoch. Ich hätte kein Gadget gebraucht. Das war einfach nur ein mieser, mieser Bug. Oh, ist das bescheuert. Da an der Stelle, dieser dumme Ast da, der hatte mich behindert, da hochzugehen. Ist das bescheuert. Alter. Ich dachte, mir fehlt irgendwas, was ich erst später kriege. Weil da vorne ja noch so eine Tür war, die wir gleich mal beobachten müssen. Die man aufsprengen muss oder ziehen oder irgendwie. Das war da lang irgendwo, ne? Ja, ach komm. Diese Tür. Ja, Granaten. Genau, dafür brauchte ich nämlich ein anderes Gadget, was ich noch nicht hatte. Deswegen habe ich gedacht, das geht erst später. Ja, so ein paar Rohstoffe, ne? Nett. Noch mehr. Hier darf ja auch nichts Wichtiges drin sein. Das ist ja ein DLC-Grab, ne? Von daher. Was leuchtet da oben noch? Verbrennen. Sollte man trotzdem erst später hin, wegen diesem Raum. Weil man sonst frustriert hier ist und nicht weiß, was... Was? Kann ich hier irgendwie hoch? What? Warum wird hier... Warum wird mir hier Feuer angezeigt? Warum geht das? Den kann ich kaputt machen, oder was? Nee. Warum wird mir das hier rot angezeigt drumherum? Das waren irgendwo Fetzen, ja? Da ist was. Mhm. Kann ich einen Rotor zum Schwingen bringen oder so? Okay. Aha. Irgendwie komme ich doch... Da ist was. Okay. Irgendwie komme ich doch da hoch, ja. Oder krieg's zumindest runter, ja. So, wie komme ich da hin? Muss ich mich dran festhalten, oder? Ja. Hiermit nicht, hiermit nicht. Ist auch schlecht. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich diesen einen Balken hier irgendwie noch runterkriegen kann. Nee. Es würde ja rot leuchten sonst, ne? Ach, okay. So geht's auch.
Was für ein merkwürdiger Raum. Da sind noch zwei Sachen. Und jetzt ihr, wie kriege ich euch runter? Auch so? Hat sich bewegt. Okay. Das sind aber die letzten Sachen, ne? Also... Gut. Wie unnötig eigentlich. Oh Mann. Gut. Munition. Munition. Gut. Speere. Gut. Haben wir. Dann würde ich sagen, das Grab hier ist auch abgeschlossen. Fehlen uns denn noch, hatten wir... Gab es noch andere Gräber, die wir nicht besucht haben, weil Eingang zu? Ja, ne? Ich glaube, in den Bergen war noch eins. Da, wo wir mit Ross ein paar Mal abgehangen haben. Sein Bein verbunden haben und so. Bin mir aber nicht sicher, wir können das ja auf der Karte nachschauen. Wenn wir hier raus sind. Wenn wir hier raus sind. Also dieser Krebsgang hier. Wirklich extrem langsam. Ah, Lara. Lara. So langsam ist mein PC nicht. Kann schneller gehen. Muss nicht so krass geladen werden. So. Dann... können wir rauszoomen da. Kann ich jetzt die einzelnen Gebiete durchgehen? Hier ist... nichts. Hier. Gräber 2 von 2. Nein. Lager, Dokumente, Schatzkarten, Lager. Ja, nö. Kloster gemeistert. Durchsuchte Gräber, ne? Das andere ist ja erstmal egal. Wir könnten da zurückgehen und Sachen machen. Hier ist auch 1 von 1. Hier ist... ja, auch nicht. Dann mal da unten gucken. Auch nicht. Gräber 2 von 2. Dann haben wir alle Gräber jetzt unterwegs schon gefunden. War nur dieses. Und das andere, ja. Ja gut, dann... dann können wir auch weiter, oder? Soll ich nochmal irgendwo anders hingehen und Reliquien suchen? Ich weiß nicht. Hier haben wir relativ wenig anscheinend. Ist das Brackenstadt? Durchsuchte Gräber, Schalldämpfer. Ah, ich weiß nicht. Das wäre so ein Ding, das würde ich jetzt privat vielleicht machen. Aber hier, ich glaube, für Let's Play ist das viel zu langweilig. Ach ja. Achso, ist auch so ideal, weiß nicht, du machst ja irgendwie eine Sendung im Hintergrund an oder so. Guckst du meinetwegen den Film auf einem anderen Bildschirm an nebenbei. Den alten, einen der Tomb Raider Filme. Keine Ahnung. Auch der neueste war ziemlich gut, ehrlich gesagt. Lol. Okay. Und dann gehst du halt nochmal ab und grast ein paar Sachen ab. Das würde ich jetzt aber lassen und wir machen einfach damit der Story weiter, denke ich. Jip. Polierter Lauf. Hat das Ding jetzt 100%? Yeah. Das auch. Das auch. Oha. Fehlt nur noch die Shotgun und der Bogen. Also der Bogen kriegt nochmal was Besseres. Wird der Bogen denn noch zu so einem Oni-Bogen oder sowas? Ja. Gut. Das letzte, ne? Ist am Strand hier. Uns fehlen noch 3 Minen, theoretisch. Naja. Ja.
Ich meine, wir brauchen die Upgrades ja auch gar nicht, ne? Also wir haben ja gerade zu viele Punkte schon wieder. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehen würde und alles durchsuchen würde, dann hätte ich wahrscheinlich 1000 Punkte, die ich halt nicht mal ausgeben kann. Oh, wird's heller? Nee. Mir scheint auf der Mond ein bisschen besser durch. Sieht das nicht geil aus? Das ist schon gute Kulissen. Generell fällt mir das auf, dass das oft so ist. Dass das sehr, sehr geil aussieht. Wofür ist das Boot da? Warum ist da jetzt ein Kreis drumrum? Dafür? Nee, hä? Ist der Kreis weg? Da ist er wieder. Frag mich nicht. Ja, so. Ach so, warte mal, wenn ich jetzt das hier mache, dann kann ich das hier ranziehen, ne? Ich weiß nicht, was mir das genau hilft. Vielleicht kann ich damit hier hochgehen oder so. Von hier aus kann ich schießen, ne? Ja. Damit ich hier dieses Erfahrungsding kriege. Ne, das Boot ist da festgemacht. Kann man das lösen? Jetzt habe ich das schon angefangen, jetzt mache ich das auch noch zu Ende. Kann ich nicht durchschneiden? Achso, hier. Ah, kann man das schieben? Nee. Okay, jetzt das gleiche nochmal, wie eben. Ah, erstmal schön durchwaschen hier. Die Lara. Es braucht aber lang, bis es hier ist. Ich kann es auch nicht mit E irgendwie besser ziehen oder so. Reicht das schon, ja, ne? Was? Nein! Oh. Okay, ich wollte nur gucken, was das macht. Ach, wie dumm. Das alles für so eine Box mit 20 Erfahrung, ne? Wow. Da liegt was. Das ist eine Krabbe. Ach, es ist jetzt nicht mehr leer gefischt, ne? Also ich kriege jetzt wieder volle Erfahrung dafür. Moment, lass mich den Eber noch einmal umbringen. Und dann gehen wir weiter. Wenn ich ihn finde. Na komm. Ah, Spaß mit Tieren. Sehr schön. Da lang. Ja. Also ein Grabräuber-Ding. Irgendwie schade, dass wir nicht alle Minen gefunden haben, obwohl sie 7 gefunden hatten. Ey, ne? Manche dieser Sachen wie die Geocaches und die einzelnen Herausforderungen, weiß ich nicht. Ist auch irgendwie nicht so geil. Oh, oh, Bogen. Das hat sich wiederum gelohnt. Gehen wir nochmal zurück gleich. Da muss ich rein. Was für einen Bogen kriegen wir jetzt? Ich habe das letzte Mal gesagt, Oni-Bogen oder sowas, ne? Wir haben ja schon so einen richtig guten Wurfarme-Bogen-Ding. Sportbogen. Aha.
Zeig mal. Da können wir jetzt 3 Upgrades noch dran machen. Dann ist der, glaube ich, auch komplett. Joa, der sieht dann schick aus. Explosivpfeile. Oha. Granateneinschlag. Durchdringende. Mhm. Ja, das wollen wir auf jeden Fall. Ich denke, das ist das nächste, was wir holen. Oder Stabilität. So Penöpel daran schrauben. Ja, warum nicht? Das nächste Mal, wenn wir 650 haben, mal 2. Okay. Ja, der Bogen sieht gut aus. Sieht wirklich professionell aus, so ein bisschen, ne? Schwein? Tja, kein Schwein gehabt, ne? Huh? Danke, danke, danke. Ich bin den ganzen Abend hier. Fahrstuhl? Der klappt doch eh nicht. Hätte jetzt auch schief gehen können. Also, naja. Okay. Hoch oder runter? Kann ich? Naja, nee, hoch einfach nur. Gut. Ist das da so ein U-Boot-Basis, so eine Untergrund? Ich weiß nicht, ob das Wasser hier tief genug ist dafür. Also ich meine, so ein großes Schiff wird da auf jeden Fall nicht reinpassen. Muss schon für sowas Kleines sein. Oh, dann hat das Spiel ja alles, ne? Zweiter Weltkrieg, Nazis mit Untergrundbasis, U-Boote und so. Wenn es das jetzt kommt. Aha. Müssen nach rechts, ne? Ich kann nur an die Wand. Also ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn sie auf der Endurance... Entschuldigung. jetzt nochmal Klamotten gefunden hätte oder so. Sieht wirklich halt total abgerissen aus. Mit dem, was sie hier anhat. Sie tut mir die ganze Zeit auch so leid. So, und jetzt diesmal drücken wir E. Jetzt? Genau. Jetzt sollen wir zu irgendeiner alten Basis, ne? Das sind bestimmt auch wieder Gegner, oder? Whitman. Dann ist er von hier aus gekommen. So tragic, but honestly, it adds to the drama. Not only is this the mythical land of Yamatai, but the shipwrecks and the modern day cultist. It warrants at least 2 documentaries, maybe even a series. Oh Lord, this place is going to ignite the world's imagination, and I'm going to be right in the center of it all. Such a huge relief. All my chips were on this one number. I just need to be careful now. This situation could spin out of control on a dime. Once I have this Matthias fellow's ear, I can convince him that there's much to gain in cooperating. I mean, he can't honestly believe the things he preaches to these men, right? They're
They're just lost and confused. I'll help to bring them all back to civilization. The sponsors. Oh, the sponsors are gonna line up for this exclusive. The story is huge. Ja, da sehen wir, Whitman ist noch verblendeter als Mathias. Schön. Das wird bestimmt nicht böse enden mit Whitman. Mir gefällt auch gar nicht, dass wir ihn zurückgelassen haben. Da. Das ist nicht das System, mit dem wir gekommen sind. Nee, rechts sehen wir das jetzt. Da, das System. Ha, da muss ich hin. Matt? Ups. Hab ich den falschen benutzt? Ich hätte den erst machen sollen, ja? Okay. Okay, ich musste eh beide ranziehen, anscheinend. Da geht's runter. Warum kann ich da hoch? Ich hab keine Ahnung. Damit ich besser springen kann, wahrscheinlich. Da unten. Moment. Einmal gucken. Ist das da unten der Rückweg? Vielleicht. Also werden wir wieder zum Strand gehen, ne? Also ist ja schon interessant. Ne, wir müssen ja auch unsere Freunde wiederfinden. Dann. Nachdem wir einfach nachgeguckt haben, was da so los ist, ne? Wir gehen jetzt zu einer Forschungsbasis im Prinzip und gucken uns da die Berichte an, richtig? Wir gehen jetzt nicht irgendwie zu dem Palast von Himiko oder sowas. Ist das ein guter Plan? Wir sind doch schon von was überzeugt. Warum? Also jetzt bräuchten wir quasi noch Beweise für Reyes. They're fucking with you, brother. Those bozos like to make shit up. Don't believe any of it. Mhm. Jetzt gehst du hier runter und ich kann den Kollegen da oben erstmal töten, ne? Nee. Dachte, kann ich die ablenken oder so? Hat einer von euch einen Helm auf? Du hast keinen auf. Einen rechten würde ich gern so töten. Der andere ist dann leichter zu erwischen. Wir haben Shotgun erhalten, ne? Das heißt, wenn wir jetzt ein paar Mal... Nee, Gewehr. Gewehr war's. Upsala. Die haben leider dumme Rüstung. Das heißt, ich sollte in deren Beine schießen und dann... Du bist tot. So, jetzt du. In die Beine schießen und jetzt den Finisher. Ja, haben wir mal gesehen. Passt. Nochmal. Nein. Nein. Shit. Ah, dieser Typ mit der Shotgun, Also, die Gegner werden auf jeden Fall härter. Oha. Es geht jetzt einfach durch den Kopf durch, egal ob Panzerung oder nicht. Ne? Ja. Ja. Na komm. Wie jetzt? Da, nee, da ging es nicht durch den Helm. Okay, das andere ging nur durch die Augenschlitze anscheinend. Gut. Die geben mir auch mehr Erfahrung, oder? Die ersten gaben so 10, 20, glaube ich.
Hier geben jetzt 40. Ja, die Wunderwaffe Bogen, auf jeden Fall. Wir müssen links, ja, weiter. Sieht hier nach einer anstrengenden Kletterpartie aus, auf jeden Fall. Da oben rechts habe ich noch Leitern gesehen. Da müssen wir bestimmt auch noch hin. Wie kommen denn diese Leute hier lang? Also die ne? Messias, die Solaria. Wie auch immer. Wo war das Geräusch eben? Ist hier ein Grab in der Nähe? Lol. Hier? Okay. Ist das hier? Nee, wird kein Grab angezeigt. Was ist denn da unten? Von da komme ich. Also ich musste sogar hier oben lang, alles klar. Alles gut. Entdecken Sie das alte Grab, bitte. Was? Ach so, das ist in dieser Basis. Alles gut, das gehört zur Story. Muss mich fallen lassen, ne? Okay. Vielleicht hätte ich von ganz oben Schaden bekommen. Damit? 1 von 3. Achso, was gibt's hier denn alles? Also hier gibt's gar keinen Grab. Sonnenkiller. Ah. Ja, da würde ich gern hin. Ich finde das irgendwie unheimlich, dass hier keine Leute sind. Oder auch so wenig, nur... Okay, nichts gesagt. Da sind die. Ich das jetzt aufstamme, bemerken die mich doch bestimmt, oder? Erstmal lesen. Soon after we discovered the tomb, they came. The Oni. First, the lights went out. Then the screaming started. Was it us or them? That horrible sound. It still rings in my head. They wore the armor of my ancestors. They cut us down with ancient blades. Gunfire, shouting, blood. We couldn't stop them. Everything turned to chaos. And then silence. They were gone. Why did they leave? Why didn't they kill us? Huh. Captain Osaka is in command now. We are leaving the base. But not the island. We're heading inland. To the monastery. There's no other way. We must follow the Oni. All of us. If we can't control the star, we must destroy it. But I know. We're all going to die. Aber ich weiß, wir alle werden sterben. Ja. Interessant, dass die Texte immer ein bisschen anders sind, ne? Hm. Das hier ist ein Schnellreisepunkt. Interessant. Bist du alleine? Nee. Er beobachtet dich. Wo ist der andere? Da. Hm.
Ja, nachladen. Hier sollen auch die Onis sein. Mal gucken, ob ich mich mit denen jetzt direkt anlegen darf. Ich denke ja immer noch, das sind so, ne, wie Terrakotta-Krieger irgendwie. Wenn du die einmal weg hast, dann sind die halt weg. Warum hat das noch keiner gemacht? Messiah hat doch unendlich viele Leute anscheinend. Ja, ja. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir uns eigentlich gar nicht hinsetzen. Mach mal hier auf. Hätten die mich angegriffen, wenn ich das hier aufgemacht hätte? Wäre auf jeden Fall nicht unlogisch. Weil da geht eine Tür auf. Ah, ich habe etwas bemerkt. Da muss jemand sein. Hm. Hä? Überall Leichen. Wie viele auch. Aufgehängt hier. Puh, Erstaunlich, dass hier noch Strom drin ist. The tomb must be in the lower levels. In unteren Etagen. Das ist ein Fahrstuhl. Der funktioniert. Oh, the elevator is jammed. Matt? Ach so. Ah. Kann ich irgendwie was freistellen? Hat? Ja. Gut. I'm on the right track. Just need to figure out a way to drop the elevator with more force. Ah, okay. I see. Müssen wir all diese Dinger. Aha. Müssen wir all diese Dinger irgendwie kaputt machen? Also noch drei. Das müssen wir den Fahrstuhl nach oben rufen an irgendeine Position, wo wir dann wieder rankommen, ne? Jetzt mal hier die Abkürzung freischalten. Den Rückweg. Ich wette, ich werde weiter innen wieder ein paar Leute finden, ne? So, also hier böse Buben von Matthias. Und da frage ich mich dann wieder, wie sind die da hingekommen? Das geht. Okay. Erstmal kurz gucken. Ha. Kann ich jetzt irgendwo... Und da aus vielleicht. Upp. Jawohl. Als wenn ich da nicht einfach gegenballern könnte mit einem Granatwerfer oder sowas. Naja, gut. Wollen ja nicht das Getriebe zerstören anscheinend. Wir brauchen das noch weiter oben. Oder so. Können wir hier hochgehen oder da? Achso, erst die andere Seite, dann nach hierher zurückgehen anscheinend. Gut. Muppala. Gut. Muss ich dran denken, auf dem Rückweg das zu machen. Ist die letzte Etage? 4 oder was? Sieht so aus. Ich weiß. Got to blast my way out of here. Wie? Was? Mach erstmal das hier. Vielleicht reicht das ja. Nee, bestimmt nicht. Mal gucken. Uns fehlt da noch eins, oder nicht? Da auf der anderen Seite, ja. Ich sehe es. Komme ich da hin? Okay.
Seilfall da lang. Da ist so eine Wand. Moment. Irgendwie muss ich da hinkommen. Wird noch an einem so ein Ding gehalten. Irgendwie hier. Muss ich eine Etage tiefer das Ding machen? Und dann? Nee, das geht ja gar nicht. Dann komme ich ja da nicht ran. Ah doch, ich probier's mal. Vielleicht muss ich da irgendwie erst was machen. Damit ich dauerhaften Zugang dazu habe oder so. Halt, stopp, nein. Wie soll ich denn? Wie mache ich denn? Shit. Ach so, ich kann ja runterspringen. Ja. Ja, genau. Also von hier aus drücken, runterspringen und dann dadurch. Ja. Alles easy. Sehr sogar. Genau. Genau, und dann ist das sogar in richtiger Position und alles. Sehr gut. Sehr laut ein bisschen. Das Ding. Sehr schön. Ich bin schlau. Ein bisschen. Sie müsste eigentlich Angst haben, dass das ganze Ding hier in sich zusammenbricht. Aber sie hat ja Luck 3000 geskillt, also von 100. Das heißt, selbst wenn das passiert wäre, dann wäre sie noch rausgekommen. Warum auch immer. Schrotflinte, uha. Oha, jetzt brauchen wir noch ein paar mehr Schrottteile hier. Da sind wir reingekommen, ne? Ja. Ich hab's geahnt. Wie sind die da reingekommen? Wo ist er denn? Da hinten. Bewegung? Das? Were these gifts for the ancient rulers of Yamatai? Or was there some kind of battle here? What? Das Ding haben die doch nicht in die Schlacht getragen. Das ist so ein hässlicher Keramikhelm, der nur zur Zierde getragen wird, wenn überhaupt. Guck dir doch an, wie fett das ist. Das trägt doch keiner. Ist doch viel zu dick. Also, weiß ich nicht. Eher Merchandise von irgendwo. Weiß ich nicht. Aber ich dachte, du bist die Archäologe. Hat das jemand bemerkt? Nicht wirklich. Gut, waren nur zwei. Also die erkunden hier irgendeinen Shit. Da links war eine Schatzkarte. Das ist eine alte Bunkeranlage. Sehr geräumig irgendwie. Ja gut, was ja auch für Fracht hier, ne? Anscheinend. Kann ich da oben durch? Oh ja. Da ist die Schatzkarte. Zeugs und Sachen. Dokument. Ja, wäre ja gar nicht so schlecht, wenn wir die Sache finden würden. Nehme ich mit.
Kampf? Alright, this is it. Was ist es? What? Sieht hier irgendwie sehr nach Kampfarena aus. Ah, der andere Helm anscheinend. Ach nee, das ist ganzer Körper. Hm, jetzt hat sie ihr Funkgerät ausgemacht. Genau, dann werden jetzt Sam und so entführt wahrscheinlich. These figures. Warriors. Wie immer. They're in Himiko's tomb. They protected her. And is this you? Were you some kind of general? You committed seppuku. Why? Ja, yeah, wir haben ein Samurai-Schwert. Damit würde sich das Spiel ganz verändern. Still sharp. Natürlich. Krass. Sie hat das Schwert tatsächlich mitgenommen, ne? Oha. Kann sie das lesen? I have failed, my queen. The ritual was corrupted. The priestess knew only death could save her and took her own life. Now the first and last queen lives a half-life, a soul in a decaying body. Her rage became the storms and will not stop while her soul is tied to this earth. My storm guard are sworn to protect her. They must continue, but I cannot. The soul is trapped in a decaying body. That's what's causing the storms. Wir waren doch bei der Leiche. We need to destroy the body in the ritual chamber. Mm-hmm. How the hell am I going to convince the others? Keine Chance, würde ich sagen. Wie, das hast du jetzt hier rausgefunden, wie... Musik. Shit, I've got to get out of here. Okay. Also sie ist jetzt nur deswegen hierher, um diese Nachricht aus dem Schwert zu fischen hier. Keiner gehört? Da ist das. War ja klar. Wie klar das war. Eben als ich das Fass da oben gesehen habe, war es schon klar. Dass die irgendwie gleich von da aus kommen. Bruder! Sehr gut. Hat das Ding so ein bisschen Auto-Aim? Wenn ich direkt vor irgendwas bin? Nee. War gerade nur Zufall, glaube ich. Ach, zeigt mir, dass ich den Kopf nicht penetrieren kann, wollte ich gerade sagen, und dann... Ja. Kopfschusskiller! Okay, also wenn da einer auf mich schießt, sollte ich in Deckung gehen. Ist es nicht. Nein, ach, prall doch zurück. So muss das. Mhm. Sie hat eine Waffe, oh nein! Und ich bin's nur, meine eigene zu benutzen, anscheinend. Na, wo ist der Typ?
Wow, den haben wir erschossen. Schießt du auf? Ja, okay. Gut, das waren dann wohl alle. Eben, glaube ich, auch kurz vor Ende gestorben. Weil ich mich geweigert habe, mich zu ducken. Der wird schon irgendwann verfehlen, habe ich gedacht. ja, voll. Danke, dass ihr mir den Weg geöffnet habt, sonst wäre ich hier für immer gefangen gewesen. Naja. Lyra hat ja Glück geskillt, ne? Von daher. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ja. Hätte ich auch ohne Zeitlupe geschafft. Zack. Mal gucken, wo wir hier hinkommen.